Leute, was geht und willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Ja, Leute. Ja, plündern mit dir kurz. Und dann auch mit der Hauptstory. Ja, letzte Folge sind wir hier stehen geblieben. Sind wir nach Boston eingereist mit dem Schiff, wo wir letzte Folge noch waren. Ja, und wir haben ja. Das wollte ich jetzt sagen. Keine Ahnung mehr. Okay, fangen wir an. Du Lügner! Betrügner, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte! Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Ist gut. Charles Lee folgen. Okay. Was ist das in B, Alter? Ja, lol. Ja. So, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Gut. Dann gehen wir. Und suchen diesen Hickey. Thomas Hickey. Ja, lol, was wollen wir jetzt hier moin? Alles klar. Alles klar. Transportengang. Okay, Sequenz 2. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Ja, das ist der Plan. Geht in Position. Aber wartet, bis ich den... Sollten wir Feuerwaffen eliminieren? 10 Stück? Okay. Gut, weiß ich das.
verschwinden, bevor wir wütend werden. Hallo, helfen. Rudor. So viel zum Überraschungsmoment. Verstärkung! Ja, hallo. Warum kann ich eigentlich mit dieser Knarre nicht schießen, ne? Was ist das für eine Scheiße? Zurück! Zurück! Drin sind wir sicher! Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Mann, ich habe erst 2 von 10. Scheiße, Mann. Die waren wohl doch nicht so sicher da drin. Gut, dann spiel ich jetzt gerade nur mit Knarre, Mann. Das kriegt sein Hab. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Komm, lad nach, Junge! Junge! Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Fam, der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Dragon. Alter, die haben erst Hickey und Lee dürfen nicht mehr als die Hälfte Gesundheit verlieren. Ach du Scheiße, was? Oh Mann, jetzt auch noch so eine Scheiße. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Gauner. Etwas Hilfe, bitte! Dann auch zum Winseln, ich komm hier! Junge, verpiss dich doch hier, Mann! Haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? Gut. Sag mal dir, oh, noch 5 Stück brauchen wir, ne? Das optional haben. Komm, Junge. Hey, Finn. Scheiße, Thomas Hickey hat so viel Leben schon verloren.
Lad nach, Junge. Ist der tot? Und dann brauche ich nur noch einen. Dann habe ich... Habe ich auch nicht gemeint. Perfekt, noch einer und dann auch. Oh, Scheiße, Thomas Hiki, müssen wir aufpassen, ne? Gut, die Knarre ist nachgeladen. Na, Freunde! Gut, das haben wir. Jetzt geht die Party los. So, komm. All diese Musik, die ist so krass, Alter. Perfekt, ich glaub, wir haben's. Ja, Mann. Oi. Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Geil, Option 7 haben wir erledigt. Perfekt, Mann. Es läuft da wie am Schnürchen. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Gut. Der nächste auf der Liste. Starten wir. Guten Abend, Gentlemen. Alles klar. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen. Bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Woran? Gut, dann nehmen wir den als nächstes vor, ne?
Mal schauen, wo wir den finden. Ah ja, hier, okay, gut. Der Chirurg. Ja, lol, ne? Gut, Freunde, ich würde sagen, wir lassen es bei dieser Folge. Wir machen in der nächsten Folge weiter, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch und lasst mir ein Abo da. Sonst bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.